Grüß euch, freut mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich bin die Christina und ja, höchste Zeit, etwas genauer aufzuklären. Ich habe mich jetzt bei mir in den Garten gesetzt. Der Jamie ist natürlich auch wieder dabei. Der hat es sofort gesehen, dass ich da jetzt mich auf unseren Stein da mitten im Garten gesetzt habe. Und ja, da muss er natürlich sowieso dabei sein. Aber die von euch, die mir bei Instagram folgen, haben ja schon gesehen, dass ich da auf einmal so einen Buchpost ausgekaut habe. Und zwar war das genau dieser hier, ich blende euch jetzt da mal ein. Und was da jetzt genau damit auf sich hat, ich habe das ja gar nicht wirklich vernünftig erklärt. Das erkläre ich euch jetzt. Und zwar habe ich letztes Jahr eine Ausbildung zur diplomierten Tiertrainerin gemacht. Ich habe dazu auch einmal ein Video gemacht, wo ich euch so ein bisschen da mitgenommen habe, das verlinke ich euch jetzt nochmal da oben, wo ich euch einfach nur so von unserem Intensivworkshop, wo wir mit ganz vielen verschiedenen Tieren gearbeitet haben, einfach ein bisschen mitgenommen habe. Im Rahmen dieser Ausbildung haben wir so eine Art Arbeit schreiben müssen über ein Thema, was uns recht interessiert und so. Ich habe da die Ausbildung zum Reitbegleithund gewählt. Ich habe selber irrsinnig gerne mal einen Hund dabei und möchte später unbedingt einmal einen haben. Und man findet irgendwie ganz wenig Unterlagen oder Bücher zu dem Thema. Deswegen haben wir gedacht, da ich einfach nicht nur Pferd dabei haben will, schreibe ich eine Arbeit genau zu diesem Thema. Und ja, seit Oktober liegt die jetzt bei mir zu Hause rum. Und ehrlich gesagt finde ich es viel zu schade darum. Und deswegen habe ich mir gedacht, veröffentliche ich das einfach einmal. Und ja, vielleicht ist für irgendwen, ja, der was so denkt, das möchte ich vielleicht auch mal machen oder das interessiert mich besonders, das ist ja ein Thema. Und ja, somit ist es ganz leicht für euch zugänglich. In dem E-Book wird einfach behandelt, was muss der Hund können, was muss das Pferd können, was sind dann die ersten Schritte, wenn man miteinander arbeiten möchte, wie lernen sie Pferd und Hund am besten kennen und was sind so wichtige Sachen, auf die was man aufpassen muss. Ich bin selber irrsinnig viel in die Ställe unterwegs und da gibt es einfach Kombinationen zwischen Hund, Pferd und Mensch, die was voll super und total harmonisch funktionieren. Und dann gibt es aber einfach auch Kombinationen, wo man denkt, die haben eigentlich fast ein wenig zu viel Glück, weil da sind durchaus heikle Situationen dabei und irgendwie geht es aber trotzdem irgendwie nur ganz glimpflich aus. Und damit euch sowas nicht passiert und damit ihr solche Situationen vorbeugen könnt, ist das E-Book jetzt da. Das E-Book ist jetzt ganz einfach auf Amazon erwerblich. Ich verlinke euch das unten nochmal in der Infobox. Und das ist eigentlich auch schon wieder der ganze Clou dahinter. Das war's für die Wochen auch schon von meinem Video. Die Wochen war es ein bisschen stressig, deswegen hieß auch noch so ein kurzes Video. Aber nächste Woche geht's wieder wie gewohnt weiter und da habe ich dann auch schon wieder ein paar coole Sachen, die was ich euch zeigen will. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!